Herr Burger, Sie als Leiter der Bergrettung in Vorarlberg, wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein? Wie ernst ist sie? Ja, also man darf da sicher keine Panik machen. Es ist einfach sehr viel Schnee mit den einhergehenden Problemen, also sprich Schneedruck in den Wäldern, Gleitschneerisse auf Wiesenhängen und ja, was es halt sonst noch für eine Probleme gibt, aber ich will es jetzt nicht überbewerten. Was ist jetzt für Sie als Bergretter in nächster Zeit zu tun, wenn die Situation so bleibt, wie sie derzeit ist? Also die Sicherungstätigkeiten für Dachabschaufeln, das müsste weitgehend abgeschlossen sein, beziehungsweise nur jetzt kurzfristig anstehend. Mit der Wetterbesserung die nächsten Tage wird es für uns umso schwieriger, wenn die Warnungen nicht eingehalten werden und die Leute trotzdem ins freie Gelände mit den Ski und mit den Snowboards rausfahren. Und was hätten Sie vielleicht für Tipps für Menschen, wie sie derzeit sich verhalten sollen? Auf alle Fälle sehr defensiv die Warnungen ernst nehmen, die Pistensperren ernst nehmen. Also da sind einfach Profis am Werk, die das jahrzehntelang machen und die denken sich was dabei, wenn sie Sperren aussprechen.